Servus, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und die Replay Challenge der Kalenderwoche 22 ist da. Wir sind unterwegs mit Herbolzheimer 79 vom Clan EX4. Fährt gegen Like Slavic Woman. Like Slavic Womanizer? Woman? Keine Ahnung. Vom Clan Gott im Carnarvon. Wir fahren Indienpanzer. Tatsächlich einer der unbeliebteren Deutschen. Ich mag den komischerweise sehr gern. Liegt daran, dass ich wahrscheinlich ein linksdrehender Schraubenschlüssel bin oder weil ich irgendwie eine Schwäche habe für so einen Panzer. Der Turm lässt wenig zu, macht viel Bumm, viel prallt ab. Und ansonsten haben wir hier drauf eine 90mm Kanone, glaube ich. Jawohl, mit 240 Schaden bei 212 Durchschlag auf Standardmunition. Auf Premium 259 Durchschlag bei selben Schaden und auf HE gibt es 320er Schellen bei 45 Durchschlag. Das typische Deutsche, wir haben einen genauen Panzer mit einer recht vernünftigen Mobilität. Die Wanne ist, sagen wir mal, mittelmäßig, zumindest von vorn kann man da hier und da ein bisschen bouncen, denn wir sind fein angeschrägt. Aber die Seite ist durchlässig wie ein Schweizer Käse und das macht sich hier auf der Karte besonders. Hallo! Gelandet sind wir in einem 10er-Gefecht mit 8er und 9er Unterstützung und treffen gleich immer auf die Grille, die da komplett offen dasteht. Jetzt auch noch Fall Fleet. Okay. Hat sich da brutal aufmachen lassen vom AMX 1390. Und wir haben das gnadenlos ausgenutzt. Haben mit HE da versucht, der Grille genügend Schaden zuzufügen. Genau, das ist richtig. Was haben wir sonst noch im Gegnerteam? E100. GW E100. Artillerie. Ah, M451. Da ist die Su-130 PM, die sich hier auf einem ähnlich schlechten Weg befindet, nämlich auf dem Weg in die Werkstatt. Für alle, die Positionen so nicht kennen, aber das dürften eigentlich eh alle kennen, das ist die typische Medium-Position, wo man in die Stadt wirken kann und wenn man genügend Gunnepischen hat, oben drüber auch noch schießen kann. Da lernt jemand nicht und lässt sich gnadenlos rausnehmen. Wir haben fast die komplette Seite geräumt. Hier haben wir noch 750 HP, die wir unbedingt rausnehmen müssen. 286 Schaden an der Su 130 PM. Und gleich ist die Seite hier komplett frei. 3:1 steht's. 1417 Schaden haben wir gemacht. Noch kein Gil aktuell. Mal sehen, ob sich das gleich ändern wird. Denn daneben. Denn da versucht sie zu sterben. Nützt aber nichts. Ertrinken bitte nur, wenn wir das zulassen. So, Glück gehabt, dass hier der GW100 daneben geschossen hat. Trotzdem haben wir 52 HP eingebüßt, aber beim direkten Treffer ist man mindestens die Hälfte weg. Hoppala. Bettet 25 Tonnen HP. Entweder schießt auf was anderes oder lädt gerade nach. Kriegt auf jeden Fall hier ordentlich eingeschenkt. Also du teilst an 10ern richtig gut aus. Da ist sie für dich. 300 Schaden. Das tut weh. Da hilft auch ein guter Turm nichts. Probieren. Links, links, links. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Gehen wir ihr noch einen und gleich noch einen mit. Gleich noch einen mit, weil es so schön war. Jawohl, sehr schön. Kill Nummer 2. Der nächste 10er. Ah, okay, kann man machen. 2589 Schaden. Es wird konsequent weiter durchgedrückt, obwohl auf der anderen Seite nicht so viel Druck gemacht wird. Da ist nämlich nur ein Löwe und ein Waffenträger auf Panzer 4. Aber von der Seite hier rücken wir mit 3 Panzern, mit 4 Panzern fast vor. Vorsichtig. Nicht übermütig werden, das ist die absolute Devise. Ansonsten kann es hier tatsächlich noch nach hinten losgehen. Denn der Gegner muss verteidigen. Wir sind am Angreifen. Rechts, rechts. Ah, da fährt gerade einer mitten durchs Bild. Ah, ist der Franzose. Da kriegst du zwar einen Schuss drauf, aber ob der durchgeht, schwierig zu sagen. Ja, wunderbar. Genau zwischen die Torbögen einmal reingehalten. Jetzt fahren wir hier über diese geile Panzersperre. Keine Ahnung, warum die Panzersperre heißt, wenn man dann doch drüber fahren kann. Nächste am 9er wird ordentlich Schaden gemacht, denn der Gegner hat keinen 10er mehr. Ja, so kann es gehen.
Alle sind abgelenkt, keiner konzentriert sich auf dich. Das ist manchmal der große Vorteil, wenn man mit dem 8er unterwegs ist, in einem 10er-Gefecht, 9er-Gefecht, dass nicht auf die Leute geachtet wird, die, sagen wir mal, etwas weniger Schaden machen. Jawohl, zack, dem Tiger in den Arsch geschossen. Theoretisch müsste es da nicht mal Premium laden. Da geht auch mit Standardmunition was. 3533 Schaden ausgeteilt. Auf einem so unbeliebten Panzer. Den kannst du dir fangen normalerweise. Tust du aber nicht. Obergeil. 2 Kills, 1318 Schaden aufgeklärt. 3791 Schaden haben wir verabreicht. Und das Ganze mit 15:6 gewonnen. Wir schauen mal, was die Auswertung dazu sagt. Fettes Victory natürlich. Auf der rechten Seite gibt es keine einzige Medaille. Finde ich ein bisschen schade. Dafür gibt es hier drüben ein M und ein bisschen Gedöns. So wie sich das gehört. Einfach mal eine geile Runde vom Herpolzheimer. Ich bin von dir eh nichts anderes gewohnt. Von daher ab sofort nur noch so eine Videos. Okay, das Objekt 268 hat 4192 Schaden gemacht. Hat 870 Base-XP bekommen. Wir haben ein bisschen weniger Schaden gemacht. Haben dafür 1317 Base-XP bekommen. Großer Vorteil, wenn man mit einem 8er-Panzer im 10er-Gefecht landet. Jo, hat man auch gleich mal hier groß draufgeschrieben, so wie sich das gehört. 22 Schüsse abgefeuert, 16 haben getroffen, die haben auch alle durchschlagen. Aktuell auf Mediums ein sehr guter Wert. Wir haben halt ein bisschen an Credits verloren, weil wir Premium viel geschossen haben. Und am Anfang die HE zu schießen war genau richtig. Da hat sich die Grille mit Sicherheit wunderbar drüber gefreut. Da fliegen die Teile und die Besatzungsmitglieder nur so herum. Ja. Geil. Und wir fahren mit 36.000 Minus ein, aber das Video, das Replay ist ja für mich. Ne? Und dann nimmt man das ja gerne in Kauf. Fein. So, das Ganze weniger oder knapp 5 Minuten. Und wir sind 1,7 Kilometer gefahren. Exakt durchgedrückt, genau die Situation gekannt. Was soll man mehr verlangen? Das war wirklich ideal gespielt, vor allem für den 8er Panzer, dem 9er, 10er Gefecht. Fein gemacht. So, wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.